Der Falkensee ist ja der südlichste See Österreichs, wird ja die Südsee Österreichs genannt, weil er so einzigartiges Wasser hat von der Farbe her. Und das kommt, rührt aus diesem kalkhaltigen Grund, gell, der diese schöne Farbe macht. Gell. Man kann die Inselidylle genießen. Wir haben ja nicht dieses klassische Wellnesshotel mit den 5-Sterne-Wellness-Einrichtungen. Die Gäste kommen zu uns, weil sie diese Idylle schätzen, diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit, diese Verkehrsfreiheit und dieses etwas ganz Besonderes, das hat mir unlängst ein Gast erzählt. Er sagt, in dem Moment, wo man von der Anlegestelle her übersetzt, lässt man alles drüben und man fährt in eine andere Welt. Das sind Sorgenprobleme etc., die bleiben am Festland. Das war auch so ein richtiger netter Aspekt, was ich noch nie von der Seite so betrachtet habe. Es ist die Einsamkeit, die Ruhe, ist eine Kraftquelle. Man kann ja rund um die Insel schön spazieren, ja. Sie ist größer, wie man es oft sich vorstellt. Das Badehaus hat sehr wohl eine historische Bedeutung. Es steht auch unter Denkmalschutz, ist ja über 100 Jahre alt. Ja. Kommt aus der Anfangszeiten des Tourismus hier, um 1905, glaube ich, ist es erbaut worden. In unserem Haus ist es so, wir haben ja, also was ich so jetzt mitgekriegt habe, so ca. 80% Stammgäste, die, Sie werden es nicht glauben, bis zu 60 Jahre herkommen. Das ist schon generationenübergreifend, das sind Kinder klein gewesen, die kommen jetzt wieder mit den Kindern und zum Beispiel mit den Enkelkindern. Dann haben wir ja in unserer Gemeinde die Burgarena Finkenstein, die ist ja europaweit als Veranstaltungszentrum bekannt. Gell? Dann haben wir die Mittagskugel als Hausberg mit 2143, schon eine bergsteigerische Herausforderung. Gell? Der kleine Hausberg ist der Tabor. Also eine Seeumrundung ist, glaube ich, ganz genau 10,8 Kilometer. Wird ja dieser Falkensee-Triathlon, Falkensee-Lauf abgehalten. Das ist sehr schön zu umwandern. Zum Teil geht man auf der Straße, zum Teil durch den Wald. Dann ist ein schönes Radwegenetz angelegt, wie überall in Kärnten.